Die Entscheidungsschlacht um Kiew ist die brutalste Variante, um die Ukraine in die Knie zu zwingen. Die russische Armee dürfte innerhalb Tagen genügend Kräfte rund um Kiew bereit haben, um den Sturm auf die Hauptstadt zu wagen. Es ist mit einem äußerst harten Kampf zu rechnen, wie ein Blick auf die Taktik der Kriegsführung im überbauten Gebiet zeigt. Der Sturm auf die ukrainische Hauptstadt mit aller Härte wäre inkonsequent, weil Kiew in Wladimir Putins Weltbild einen Teil des russischen Körpers darstellt. Evgeny Maloletka, AP. Bis heute sind die Städte von der Normandie bis Osteuropa von den beiden Weltkriegen gezeichnet. Leuven, Berlin oder Warschau haben sich auch äußerlich nie mehr ganz von der zerstörerischen Gewalt der Granaten erholt. Der Kampf um die überbauten Gebiete entstellte das Gesicht Europas nachhaltig. Neben den Flächenadamenten waren es vor allem die Gefechte von Haus zu Haus, die den Kontinent tief verletzten.